Bei mir Hassan Amin, unser Kapitän. Herzlichen Glückwunsch zu einem 2-0 Arbeitssieg, dreckiger Sieg beim FSV. Willst du es auch so sehen? Ja, vielen Dank erstmal. Ja, wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. 3 Niederlagen in Folge habe ich auch, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wann ich das erlebt habe. Aber wir wollten heute einfach nur gewinnen. Wir wussten, dass es kein schönes Spiel wird. Aber das Wichtigste war, dass wir heute die 3 Punkte eingefahren haben, egal wie. War ein Arbeitssieg, kann man so sagen, auf jeden Fall, ja. Zu dieser Phase tut es natürlich extrem gut. Frankfurt auch eine Mannschaft, die man wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann durch die vielen, vielen neuen Leute, die da mitgeholt haben. Heute, Dani kommt rein, bereitet das 2-0 vor, damit war der Drops dann gelutscht. Nico hat aber trotzdem auch die Chance zum 1-1 gehabt, das wäre beinahe noch richtig böse ausgegangen. Ja klar, ich meine, wir wussten, dass es hier nicht einfach wird, dass der FSV alles geben wird, vor allem mit den 2 Siegen in Folge. Aber klar war auch, dass wir hier alles reinwerfen in die Waagschale und dass wir mit allem, was uns zur Verfügung stand, verteidigt haben. Freut mich natürlich sehr für den Dani, dass er das 2-0 einleitet nach der langen Leidenszeit. Ist auf jeden Fall eine super Sache für ihn. Jetzt habe ich heute gesagt während der Kommentation, dass es mir sehr gut gefallen hat, taktisch, dass mit der Viererkette sozusagen wirklich durchgespielt wurde, und ich fand, da war auch sehr viel Stabilität zu sehen. War das heute vielleicht auch so ein bisschen eine Vorgehensweise, dass man gesagt hat, heute stehen wir wirklich komplett im 4-4-2? Ja klar, wir haben die letzten Spiele haben wir analysiert, haben uns zusammengesetzt. Sind nochmal in der vergangenen Woche, in der Trainingswoche, sind wir nochmal taktisch mehr auf die Einzelheiten eingegangen. Und heute wollten wir es eng machen, wollten kompakt erstmal stehen, die Null hinten halten. Das ist uns zum Glück gelungen. Und nach vorne sind wir immer für ein Tor gut. Hat man jetzt die letzten Spiele gesehen. Nur hinten haben wir immer wieder eins kassiert oder mehrere. Deswegen wollten wir heute unbedingt mit allem, was uns zur Verfügung stand, zur Null spielen. Man sieht, in der Liga kann viel passieren. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Offenbach verliert heute 5-1 gegen Freiburg 2. Da ist jeder vermeintlich Große schon gescheitert. Saarbrücken, wir, jetzt auch Offenbach. Es ist viel, viel möglich. Jetzt kommt Worms. Worms ist eigentlich immer auch ein sehr, sehr dreckiges, hartes Spiel. Wird man da ein ähnliches Spiel sehen wie heute? Ja, Worms hat die Vergangenheit auch gezeigt. Ist auch eine Mannschaft, die Fußball spielt, auf jeden Fall. Unangenehmer Gegner, so wie die letzten Jahre. Aber wir spielen am Freitag wieder zu Hause vor den eigenen Fans, die uns heute auch wieder super unterstützt haben. Und ja, da wollen wir auch wieder eine gute Leistung abliefern, gewinnen auf jeden Fall, hinten zu Null spielen. Und dann, wie gesagt, vorne sind wir immer für ein Tor gut, und das ist die Marschroute. Wir freuen uns auf den Freitag. Erholt euch gut. Dankeschön, vielen Dank. Bei mir Gianluca Korte. Herzlichen Glückwunsch zum 2-0 Erfolg beim FSV. Ja, danke. Genau, so startet man gut ins Interview, denke ich mal, mit 3 Punkten im Rücken. Jetzt leider, wollen wir erstmal darauf zu sprechen kommen, wie geht es deinem Bruder? Ja, also den Umständen entsprechend, der macht jetzt schon die ersten Maßnahmen, dass das Knie nicht so dick wird. Er muss jetzt gucken, wie er es weiter plant und wann die OP ansteht, und ich denke, da ist er auf einem guten Weg. Ja, ist natürlich ein herber Verlust. Wahrscheinlich hast du heute auch, speziell du, im Herzen den Bruder dabei gehabt und so ein bisschen auch für ihn gespielt. Widmen mal so einen Sieg dann dem guten Raphael. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir haben auch ein bisschen für ihn gespielt, weil ich meine, es ist immer bitter, so eine Verletzung. Dann ist gleich Knie wie 2016. Von daher war er schon irgendwie dabei heute, und wir haben alles dafür gemacht, um zu gewinnen. Heute war in der ersten Halbzeit vor allem, sage ich mal, ein Abtasten wirklich zu sehen über eine lange, lange Zeit. Man hat aus unserer Position gar nicht so sehr versucht, aggressiv da nach vorne zu gehen, sondern erstmal abwartend zu spielen. War das vielleicht heute auch ein Schlüssel, mal ein bisschen das Tempo erstmal rauszunehmen und zu schauen, was kann der Gegner? Wir wollten natürlich heute speziell mal erst hinten gut stehen. Es hat ja die letzten Spiele nicht so gut geklappt gehabt, und ja, wir haben auch bei den letzten Spielen ein bisschen Körner gelassen, da beim aggressiven Anlaufen. Von daher haben wir uns heute gedacht, warten wir ein bisschen ab. Ich denke, wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen von Anfang an und haben uns dann belohnt mit dem 2-0. Wie siehst du den FSV? Ich meine, von außen sieht es immer
immer anders aus, wie man es als Spieler auf dem Platz vielleicht dann auch wahrnimmt. Für uns so ein bisschen vorm Spiel unberechenbare Truppe gewesen. Ja, auf jeden Fall. Die haben viele Spieler dabei, die guten Fußball spielen können, wenn man sie lässt. Wir haben es heute, denke ich, ganz gut gemacht. Erste Halbzeit, ein, zwei Situationen, wo wir vielleicht ein bisschen konsequenter hätten sein können. Aber gut, ich meine, die gibt es im Spiel, die kann man nicht abstellen und alles können wir auch nicht verteidigen. Von daher bin ich mit der kämpferischen Leistung und mit dem Engagement sehr zufrieden. Jetzt haben wir 3 Siege, 4 Niederlagen, also kann in Mannheim gegen Worms ja eigentlich nur ein Ergebnis noch passen, oder? Ja, wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen auf jeden Fall und mit der Leistung von heute können wir da auf jeden Fall anknüpfen und versuchen, den nächsten Dreier zu holen. Dann freuen wir uns auf Freitag, erholt euch gut, liebe Grüße an den Bruder. Mach ich, danke.